Okay, so, wie komme ich jetzt zurück zum Dorf? Oh, Moment. Nein, schafft er nicht. Oder, nein, Moment, stopp. Schafft er schon. Wir können nämlich hier jetzt rein. Und nehmen die Energiezelle mit. 17. Fehlen nur noch 3. Okay. Ich muss... Wo muss ich hin? Ich hasse meinen Hund. Okay, hier ist der Fischer. Hä? Nee, ich muss... Hier muss ich hin. Oder? Ich muss hier hin. Nee, hier muss ich nicht zurück. Ich bin Kreis gelaufen. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich hasse meinen Orientierungssinn, Mann. Scheiße. Wie komme ich wieder zurück zu... Ich glaube. Muss ich hier hoch? Nee, hier hoch muss ich nicht. Aber geht trotzdem mal da hoch. Umso höher, umso bessere Aussicht. Gibt's in dem Spiel irgendwie eine Karte? Verboten natürlich. Eine Energiezelle fehlt hier noch. Das ist ja schön und gut, ne? Aber ich wieder zurück zum Dorf. Ich hasse es. Ich hasse meine Orientierung dann wirklich. Ich habe keinen. Ich besitze null. Genauso viel wie zu. Nicht nada niente. Ich will mal gucken, wohin der Schrall hier hinten geht. In die Richtung. Ja, aber hier geht's ja nicht mehr. Ach, mein Gott. Ich will nach Hause. Wie komme ich wieder nach Hause? Oh Gott. Jack. Komm schon, du wirst ja wohl diesen Miniatursprung ja schaffen. Okay, also wir sind an die Maschine gekommen. Als wir hier hochgesprungen sind. Thank you.
Ich glaube, ich laufe hier im Kreis. Die ganze Zeit. Du kommst hier nie wieder raus. Du bist gefangen. Ah. Wisst ihr, es wäre echt nice, wenn man so eine Umgebungskarte mal hier hätte in dem Spiel. Ja. Ich war direkt hinter dir, Jack. Ehrlich, glaub mir. Wo bin ich? Hier. Also muss das der Anfang vom Dschungel sein. Ja, hier unten. Oh, meine Fresse. Ah. Gott sei Dank bin ich gestorben. Yay. Bin wieder da. Oh mein Gott, ey. Ich war schon da. Komm, wir sehen uns mal das Speedboot von dem alten Fischkopf am Dock an. Ja, ja, Moment. Ich muss erstmal jetzt zum Bürgermeister. Rettung durch den Tod. Da ist er. Was für ein wundervoller Anblick. Ich danke euch. Und das ganze Dorf wird mir danken. Oh, Jungs, dank euch haben wir wieder Strom und meine Wiederwahl ist gesichert. Und dafür, mein Junge, hast du dir eine Energiezelle verdient. Fröhlich leuchtende Spitzen. Ihr wollt also etwas spenden? Gut, hoffentlich ein schönes Sümmchen. Juhu! Oh, das ist eine großzügige Spende. Ich hoffe nur, dass diese Energiezelle euren Einsatz gebührend belohnt. Sicher doch. Eine noch. Okay, das ist jetzt vom Fischer. Nur noch eine Energiezelle. Und die müssen wir bekommen, wenn wir zu der Nebelinsel fahren und die Muse finden. Oh, ne, hier liegt auch noch einer. Ich probier mal dieses Eichhörnchen zu finden. Oh, hier läuft es mir kalt den Rücken runter. Und glaub mir, das ist eine ganz neue Erfahrung, wenn man Fell hat. Mach einen Tauchsprung auf die Wippe. Ah. Was würde ich nur ohne dich machen? Au! Okay, die hatten wir uns. Hey, ich sehe die Muse des Bildhauers! Was, wo? Was das? Are you kidding me? Wo ist es hin? Wie kann ich das Vieh fangen? Nein! Ah! Gott damit.
Muss ich es schlagen oder was? Okay, das war leicht. Easy! Easy, Wasser. Ich würde gerne das Boot benutzen, um zurückzukommen. Ich hoffe, wir haben auch später nochmal die Chance, auf diese Insel zu gehen. Damit wir uns ein anderes Mal diese Insel genauer angucken können. Okay. Jetzt können wir den hier seine Muse zurückbringen und uns eine Energiezelle dazu verdienen. Oh, meine Muse! Ihr habt sie gerettet! Oh Mann, ihr seid die Größten! Hier, nimm diese Energiezelle. Ich brauche sie nicht mehr. Meine Inspiration ist wieder da. Nice! Okay. Kamera? Hallo? Gut, ihr habt genug Energiezellen gesammelt, um einen Hitzeschild zu aktivieren. Klettert die Klippe hinter dem Haus des Farmers hoch und trefft mich am Eingang zum Feuer Canyon. Bringt die Energiezellen mit und beeilt euch. Mein Vater sagt, er habe hier wieder mehr Lurker gesehen. Okay, Haus. Wo? hier muss ich lang. Hier geht's lang. Super! Ihr habt die 20 Energiezellen, um ein Hitzeschild zu aktivieren. Seid aber vorsichtig! Der Schild schützt den Zuma nur bis zu einer Temperatur von 500 Grad. Also lasst ihn nicht zu heiß laufen. Wenn ihr über glühende Lava fliegt, heizt ihn das ganz schön schnell auf. Wenn ihr 500 Grad erreicht, ist es aus. Aus? Du meinst wie ein Aus und vorbei? Der Fire Canyon ist sehr heiß. Achtet auf Sprungmöglichkeiten, um den Abstand zur Lava zu vergrößern. Ich habe auch mehrere blaue Kühlballons steigen lassen, mit denen ihr die Temperatur des Schildes schnell senken könnt. Ach ja, wenn ihr durch den Canyon seid, vergesst ja nicht, das Teleport-Tor im Labor des Blauen Weißen zu aktivieren. Dann können wir uns zu euch hinüber teleportieren. Viel Glück! Alright. Wie steuert man das Ding jetzt? Felix. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde sterben. Triff die Ballons, um uns abzukühlen. Hier gibt's auch Spähfliegen. Mal sehen, ob wir durch diese Lurker an Höhe gewinnen. Was? Ups. Super. Gleich mal den ersten Ballon hier verpasst.
Nein, ich würde sterben. Wieder. Felsdorf. Wow! Ich glaube, ich werde mich nie an dieses Kribbeln beim Teleportieren gewöhnen. Hey! Sieht aus, als hätte der blaue Weise eine Party geschmissen. Oh je! Im Felsdorf ist die Hölle los! Wow, und was für eine Party. Nein, nein, ich meinte, Felsdorf wird gerade mit brennenden Felsblöcken bombardiert. Oh, sieht so aus, als hätte der blaue Weiser an einer Schwebemaschine gearbeitet, um die Brocken vorzuschaffen. Falls sie funktioniert, brauchen wir Energiezellen, um sie anzutreiben. Da werdet ihr wohl noch mehr besorgen müssen. Wir sehen uns besser seine Aufzeichnungen an. Jack? Sieh mal nach, wie es den Dorfbewohnern geht und dann komm zurück und berichte mir. Und nimm die Ratte mit. Und nimm die Ratte mit. Okay, wir sind hier in Felsdorf gelandet und da geht anscheinend ganz schön die Party ab. Im nächsten Part kümmern wir uns dann um die Dorfbewohner, schauen uns in dem Felsdorf etwas um und besorgen natürlich mehr Energiezellen. Bis dahin, ciao.